Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es noch mal einen Vlog für euch. Hier seht ihr jetzt gerade ein kleines Aufzuchtterrarium und ja, das möchte ich heute mit euch einrichten. Grund dafür ist, ich bekomme einen kleinen Stachelleguan, das ist noch ein Jungtier, und ja, den möchte ich hier reinsetzen und danach wird er irgendwann in was Größeres kommen, aber das dauert noch. Ja, das Tierchen kommt ursprünglich aus Mexiko. Und ja, das Klima da ist so ein bisschen Mischmasch. Deswegen kann ich jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen Bepflanzung arbeiten und ja, schön Steine und Äste und sowas. Und auch teilweise jetzt hier mit so einem gemischten Bodengrund. Also ich habe jetzt hier so Waldhumus, den mische ich mit so einem Sand-Lehm-Gemisch, weil es einfach tatsächlich so im Habitat ist, dass da auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einer Badagame oder so, ne? Also ist jetzt nicht hier total trocken. Und das bietet natürlich jetzt bei der Einrichtung einiges an Möglichkeiten. Ich orientiere mich da jetzt auch wirklich daran, was der Züchter so macht, denn der macht das schon sehr lange und sehr erfolgreich und zieht die Tiere halt auch nach. Und die sind halt auch relativ selten. Es gibt da nicht viele Informationen und deswegen werde ich da jetzt auch wirklich hingehen und diese Sachen da alle einbringen. Das sind auch in etwa so die Dinge, die der selber auch in seinen Terrarien verwendet. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an und richten hier diese kleine süße Kiste ein. So, ich habe euch jetzt einfach mal hier von oben ans Terrarium gestellt, damit ihr was sehen könnt. Wir fangen jetzt einfach mal direkt an und dann erzähle ich euch noch einen Schwank aus meinem Leben. Also die letzten paar Wochen, die waren echt nicht so dolle, ne? Also auch letzte Woche, ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe einen Post gemacht. Mein Rotaugenbuschkrokodil, mein kleiner Simba, ist verstorben. Das war schon richtig heavy. Denn das war so eins meiner Lieblingstiere. Ich meine, ich habe sie alle gern, aber ja, ist halt irgendwie, hat man doch zu dem einen oder anderen Tier dann noch mal eine stärkere Bindung. Und ja, das war einfach nicht schön, ne? Und kommt hinzu, ich hatte davor die Tage auch schon zwei andere Tiere verloren. Und ja, da werde ich noch mal ein Video zu machen, was da jetzt genau gelaufen ist. Ist halt nicht schön, ne? Wenn man sowas dann durchleben muss. Deswegen kamen jetzt auch erstmal keine Videos. Aber, naja, Trauer hin oder her. Es geht natürlich jetzt hier weiter und ich überlege jetzt gerade, wie ich hier dieses Terrarium einrichten kann. Ja, ich lege jetzt erstmal hier so ein paar Steinchen hin. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt alle so stehen bleiben. Das wird sich jetzt noch zeigen. Aber, naja, es ist leider so, in der Tierhaltung hat man auch mal so blöde Momente, wo es dann nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Und ja, vielleicht kennt ihr das. Für manche Leute ist es vielleicht nicht so extrem schlimm, wenn ein Tier stirbt. Die holen sich dann vielleicht ein neues und sagen, ja, ist halt so. Ich bin immer ein bisschen emotionaler unterwegs. Deswegen, ja, habe ich mir jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit genommen mit dem nächsten Video hier. So, aber jetzt genug Depri-Zeug. Wir machen jetzt mal hier weiter. Ich versuche jetzt hier irgendwie einen Aufbau zu machen mit ein bisschen, ja, Spalten, wo das Tier so zwischenlaufen kann. Das darf aber natürlich auch nicht einstürzen. Deswegen habe ich ja auch eben schon erwähnt, dass ich da dieses Sand-Lehm-Gemisch mit dem Waldhumus mische, damit ich dann das hier zwischen den Steinen auch auffüllen kann, dass eben nichts hinfällt, ne? Und die Steine, wie ihr seht, die stehen ja auch alle hier schön am Boden. Und ja, das sollte dann eigentlich sicher sein, ne? Also da muss man echt drauf achten. Gerade auch bei Badagamen, also sieht man oftmals den Fehler, dass da Leute den Bodengrund einbringen und dann die Steine oben drauf packen. Und ja, wenn die Tiere halt buddeln, könnten sie gegebenenfalls erschlagen werden. Und das ist halt nicht so toll. Ich glaube, das reicht schon hier an Steinen. Also ich muss mal gucken, gefällt mir das jetzt so? Mit dem Stein bin ich mir jetzt gerade noch ein bisschen unschlüssig. Vielleicht irgendwie noch ein bisschen hier in die Ecke. Ja, ich glaube, ich mache den hier in die Ecke. So, ich fülle das jetzt mal ein bisschen auf mit dem Sand. Ich habe das jetzt hier eben schon gemischt, diesen Waldhumus. Man sieht jetzt hier schon die Konsistenz schön grabfähig. Und das hat halt auch immer den Vorteil, das ist auch so ein klassischer Fehler, den Leute machen, wenn man irgendwie im Tierladen geht und man holt sich Terrariensand. Wenn da nicht explizit grabfähig dann steht oder mit Lehmgehalt, ja, dann ist das wirklich reiner Quarzsand und das Problem ist, die Tiere sinken dann ständig ein und das geht halt auf die Gelenke, ne? Also wenn ihr euch da mal vorstellt, ihr seid im Urlaub am Strand, da sinkt der ja auch schon öfters mal ein. Und wenn man den ganzen Tag darauf rumrennt, ein Leben lang, kann man sich vielleicht vorstellen, dass das dann nicht so gesund ist für die Gelenke. Deswegen immer schauen, dass ihr da auch Lehm drin habt, damit das wirklich auch schön grabfähig ist, ne? Und das habe ich jetzt hier auch gemacht.
reine Erde wäre mir jetzt auch wieder zu nachgiebig gewesen. Deswegen habe ich jetzt mich hier für diese Mischung entschieden. Ob das jetzt die beste Lösung ist, weiß ich nicht. Ich mache das jetzt mal. Wie gesagt, der Züchter, der hat, glaube ich, auch schon beides gehabt. Da werde ich euch aber updaten. Also ich gehe das Tier tatsächlich morgen holen und da werde ich mich natürlich auch noch mal so ein bisschen beratschlagen und mir wichtige Sachen anhören, was er da erfahrungsgemäß so teilen kann, damit mein Tier dann auch glücklich ist. Ne? Also da ist der Austausch ganz wichtig, gerade bei so Tieren, die jetzt nicht so Mainstream sind. Da muss man echt dann gucken, dass man sich dann mit dem Züchter auch wirklich kurz schließt. Ne? Also wir wollen ja nicht, dass dem Tier schlecht geht. So, ich packe den Rest jetzt mal hier rein und gucke gleich auch nochmal, dass die Steine wirklich schön stehen. Und ja, dann kommt, glaube ich, auch schon, was mache ich als nächstes? Ja, ich denke mal, ich mache erstmal die Äste dann noch rein und dann ein bisschen Bepflanzung. Ja, ich habe jetzt auch gestern schon von einer Freundin ein altes Terrarium abgeholt. Da hatte ich auch selber eine Rückwand reingemacht und die brauchte das nicht mehr. Das war tatsächlich jetzt ungenutzt. Das war mal für eine Schlange gedacht, aber das hat sich jetzt irgendwie doch nicht ergeben. Und sie sagt, ach komm, ich brauche das nicht, möchtest du das nicht haben? Du hast ja auch die Rückwand gebaut, dann kannst du das benutzen. Das habe ich abgeholt und das soll dann das nächste Terrarium werden hier für den Kleinen, der hier reinkommt, wenn er denn dann größer ist. Und ja, das ist jetzt ein relativ flaches Terrarium von der Rückwand her. Ich blende euch das mal ein. Da werde ich dann auch noch zusätzlich irgendwie was bauen. Ne? Also anscheinend ist es wohl so, dass hier diese Stachel-Leguane auch gerne so ein bisschen Quetschspalten und so haben. Deswegen werde ich da noch was ergänzend bauen, aber ansonsten auch hier mit Steinen und Ästen und sowas arbeiten, damit das dann auch wirklich ja, fürs Tier attraktiv ist. So, ich werde das jetzt hier alles mal so ein bisschen andrücken, damit das schön fest ist und nichts umfallen kann. Das wäre ja ganz schlecht. Und dann machen wir weiter. So, das sollte jetzt alles schön fest sein. Als nächstes mache ich jetzt mal hier so ein paar Äste rein. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Ich habe noch keinen Plan. Und ja, man muss auch nicht immer einen Plan haben. Ne? Man kann auch einfach mal kreativ sein. Deswegen, den würde ich schon gern jetzt hier irgendwie... Da fängt es schon an, ne? Kreativität. Den klemme ich jetzt einfach hier so zwischen. Drück den mal ein bisschen fest hier. Und dann nehme ich hier den nächsten. Ich glaube, den mache ich dann hier so schräg hin. Das ist jetzt cool, dass hier das Lehmgemisch drin ist. Da kann man die richtig schön ja, dagegen drücken. Warte, oder mache ich das so? Ach, guck mal, so. So ist besser, dann stützen die sich gegenseitig. Das ist perfekt. So, habe hier noch ein paar mehr Äste. Jetzt die Frage, mache ich hier gleich so schräg noch einen drüber? Ich glaube schon, aber da muss ich erstmal die Pflanzen reinmachen. Ich habe aber hier noch was. Kann ich hiermit noch irgendwie was veranstalten? Ja, ich glaube, den packe ich hier noch so da in die Ecke. So, auch wieder festdrücken. Und dann habe ich jetzt gerade noch mal in meinen Vorräten geguckt. Ich habe noch so getrocknete Büsche gefunden. Sowas hier. Das werde ich gleich auch noch reinpacken. Aber das mache ich, glaube ich, zum Schluss, um die Lücken zu füllen. Wie gesagt, das ist jetzt alles so ein bisschen spontan. Ich habe mich ja, wann war das? Ich glaube, letzte Woche mit dem Züchter unterhalten. Und ja, es sind halt mega schöne Tiere. Ne? Und die Tiere, die da rausgekommen sind, es war, wie gesagt, auch nur ein einziges Tier jetzt dabei, was einen kleinen Defekt hat. Und ja, das wollte er jetzt dann auch vermittelt bekommen. Und da musste ich natürlich, als ich das Foto gesehen habe, direkt ja sagen, denn ja, die sind halt echt schön. Und ich hatte eh schon überlegt, ob ich mir nochmal irgendwie was Echsenartiges hole, was wieder ein bisschen wärmer lebt. Ne? Und ja, das war dann irgendwie Fügung. Also von daher habe ich dann schnell ja gesagt. Aber auch nur, weil ich jetzt hier die ganzen Sachen auch schon vorrätig habe. Ne? Also, wenn man nicht vorbereitet ist, dann sollte man das bitte nicht tun. Also, das ist schon wichtig, dass man die Terrarien da hat und dass man die Technik da hat, weil sonst ist es dezent unverantwortlich fürs Tier. Ne? Deswegen, ich habe alles da und dann habe ich auch gesagt, komm, erzähl mir noch ein bisschen was übers Tier. Hab dann selber noch mal ein bisschen recherchiert und ja, dann war die Sache gegessen. Ich krieg das Tierchen. So. Ich habe jetzt hier einen wundervollen Philodendron gekauft und den möchte ich jetzt hier reinsetzen. Ich hoffe, dass der überleben wird, aber
Eigentlich sollte er das. Ich hatte erst eine Efeutute in der Hand, aber da sind die Blätter ein bisschen größer. Und ja, bei dem kleinen Terrarium bietet es sich natürlich an, etwas zu nehmen, was ein bisschen weniger große Blätter hat. Und Philodendron ist ja fast das gleiche in grün, ne? Und deswegen habe ich mir die hier geholt. Ich muss mal gucken, dass ich das fixiert kriege hier. Ohne, dass mir das jetzt wieder rausfluppt. Aber ich glaube, das geht. Ich werde hier, glaube ich, gleich auch noch so ein paar Lava-Kies-Steinchen reintun, damit die, damit der Philodendron hier auch wirklich drin bleibt. Denn der muss ja erstmal Wurzeln ziehen. Gleich mal ein bisschen wässern, aber das sieht doch schon wundervoll aus. Ich bin begeistert. Ich mache hier auch noch einen rein. Und das sieht also so ein bisschen grün, ne? Das macht schon so viel aus. Findet ihr nicht? Also ich bin jetzt schon wieder begeistert. Wenn der jetzt auch noch überlebt, das wäre dann wirklich fantastisch. Also ich werde hier gleich eine 35 Watt HID Lampe draufsetzen. Die macht eine schöne Temperatur, gibt schön UV ab und ja, da ist das Terrarium auch ausgeleuchtet. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so groß hier. Und ich denke, das ist in dem Fall die beste Wahl einfach. Ne? Ich meine, die HID-Lampen, die arbeiten ja mit Vorschaltgerät und das Lichtspektrum ist einfach super davon. Ne? Also da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres. Klar, man kann auch noch mit Mischlichtlampen arbeiten, aber im Vergleich sind die halt einfach viel besser. Ne? Also die UV-Ausbeute und generell das Spektrum, was diese Lampen erzeugen, ist einfach so gut. Da würde ich gar nicht mehr anfangen mit irgendwie Mischlichtlampen. Und da spart man eigentlich im Endeffekt auch nicht unbedingt mehr. Klar ist die Investition am Anfang eine größere, weil man ein Vorschaltgerät und so braucht. Aber ja, es ist halt die Ausleuchtung und der UV-Gehalt, die Wärme. Man hat alles in einem und ja, das lohnt sich einfach. Und man sieht es auch an den Tieren. Also die setzen sich dann da auch wirklich schön drunter und ja, kommt der Gesundheit gut. So, hier oben werde ich jetzt noch, ich muss euch mal ein bisschen anders schieben, damit ihr das auch sehen könnt. Hoffentlich kriege ich das jetzt hin. Ja, da. Hoppala. So. Da werde ich jetzt noch was reinpflanzen, eine Aloe Vera. Keine Ahnung, ob die überleben wird. Die hatte ich jetzt noch da, so ganz kleine Ablegerchen. Ich dachte mir, die wird wohl eher überleben an der Ecke als der Philodendron, weil das ist ja schon relativ nah dann an der Lampe. Wenn sie stirbt, ja, dann ist das halt so. Dann werde ich da irgendwie, vielleicht eine Ripsalis oder sowas hinsetzen. Irgendwas, was noch trockener leben kann. Und wenn das nicht funktioniert, mache ich da irgendwas Totes rein. Vielleicht auch so einen getrockneten Busch oder so. Oder vielleicht tatsächlich eine Fake-Pflanze. Also eigentlich bin ich kein Fan von Fake-Pflanzen, aber wenn es dann hübsch aussieht und dem Tierchen dann irgendwie noch ein bisschen Deckung gibt, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Man muss ja mal gucken, welche Funktion soll so ein Gegenstand im Terrarium haben. Und ja, eine Fake-Pflanze kann natürlich auch eine Versteckmöglichkeit sein. Ne? Macht zwar nichts fürs Klima, aber das muss ja auch nicht immer nur eine Sache vom Klima sein. Ne? Also grundsätzlich muss man immer schauen, was bringt einem der Gegenstand im Terrarium, also fürs Tier. Für einen selber, ja klar, man möchte es irgendwie hübsch haben, aber in erster Linie sollte es ja wirklich auch einen Sinn fürs Tierchen haben. Deswegen hätte ich jetzt hier auch kein Problem damit, wenn ich hier eine Fake-Pflanze reinmache, weil ich habe ja hier auch wunderschöne, echte Pflanzen drin, ne? So, haben wir das auch. Also ich finde, das sieht doch schon sehr hübsch aus. Ich werde euch aber jetzt auch mal umstellen, damit ihr die Sache mal von vorne sehen könnt. Und werde dann noch hier den letzten Ast reinsetzen und auch diesen Fake-Busch, den ich euch eben gezeigt habe. Also so sieht das jetzt gerade von vorne aus. Ja, es ist immer noch sehr nackig. Das will ich jetzt ändern. Und zwar möchte ich auf jeden Fall hier noch einen Stock reinsetzen. Einfach auch aus dem Grund, dass das Tier hier so eine Art Sonnenplatz hat. Weil die Lampe wird ja hier oben auf der Gase draufstehen und der muss ja die Möglichkeit haben, sich wirklich dann auch mal richtig aufzuheizen und deswegen kommt da jetzt noch ein Stöckchen zwischen. Und hier unten werde ich jetzt hier noch diese Buschteile reinsetzen und ich schaue mal, ob ich noch irgendwie was anderes finde, weil mir ist das immer noch irgendwie zu nackig. Und ja, das Tier soll sich auch verstecken können. Ne? Also ich suche jetzt noch mal ein paar Äste oder irgendwas anderes. Ich habe bestimmt noch irgendwas Tolles, was ich hier in dieses Terrarium reintun kann. Und dann melde ich mich wieder. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Äste reingesetzt und auch hier vorne noch so ein bisschen diesen getrockneten Busch und auch generell hier am Boden auch noch eine
weitere Pflanze eingebracht und auch ein bisschen Laub verteilt, ein paar Asseln reingesetzt, ein paar Springschwänze, damit das auch alles schön sauber wird. Und ja, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so. Hier kann man schon so ein bisschen sehen, dass die Äste sich alle schön überschneiden, dass da auf jeden Fall auch ordentlich Klettermöglichkeiten sind. Und gerade im Bodenbereich, da haben wir ja am Anfang die Steine hingesetzt, da sind auch einige Spalten jetzt vorhanden, ne? Also da kann sich das Tier wirklich schön verstecken. Und ich versuche jetzt noch ein paar Aufnahmen mit dem Handy zu machen, weil ich echt mit der Kamera relativ schlecht jetzt in das Terrarium reinkomme. Aber ich denke, ihr habt genügend Vorstellungskraft, um euch das jetzt hier richtig vorzustellen, dass das jetzt doch schon sehr gemütlich für das Tier sein wird, ne? Gerade, wie gesagt, im Bodenbereich, da sind jetzt haufenweise Versteckmöglichkeiten. Ja, ich blende euch das noch ein bisschen ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!